und herzlich willkommen zur vierten Folge von Let's Play Banished Staffel 2 mit dem Cedric S. vom südostmoralischen Fernsehen. Und wir kämpfen darum, den Schmied fertig zu bekommen, weil dieser Schmied muss eher fertig sein, als das letzte Werkzeug alle ist, also verbraucht. Und deswegen wollen wir ihn natürlich dazu bringen, dass er endlich errichtet wird. 33 Steine hat er schon, 22 fehlen noch. Okay, jetzt fehlen nicht mehr so viele, jetzt nur noch 9 Stück. Aber 32 Eisen. Und dieses Eisen, das haben wir vorrätig. Bloß wo ist das Eisen vorrätig? Hier ist Eisen. Warte mal. Hier ist Eisen. 59 sind alleine hier. Aber wir haben ja 530 Eisen. Das heißt, irgendwo muss er das Eisen drum oxidieren. Hier sind noch 27. Hier sind 128. Hier sind 54. Upsalab. Hier ist ja kein Eisen. Das ist wohl nicht logisch. Hier ist ganz viel. Hier sind 190. Guck mal, hier tun die das alle hin und von hier könnten die sich das eigentlich nehmen. Na? Das Eisen. Tut das mal hier rüber. Ja, ganz lieb. 23 Einwohner. Huhu, ich freue mich. Wenn mich das jetzt richtig täuscht, ist das hier, wo in der Staffel 1 alle verreckt sind. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich bin schon in der vierten Folge von Staffel 2, wo alles tutti frutti läuft. Bis jetzt. Und habe ich noch gar nicht erzählt, warum Staffel 1 beendet wurde. Staffel 1 wurde beendet. Ich habe eine Aufnahme gemacht, wo mir dann aufgefallen ist, dass mein Mikrofon gemutet war. Habe ich dann gesagt, Mist. Naja, gut, kannst du noch synchronisieren? Habe ich getan. Synchronisation war fertig. Und habe ich eben drüber geschnitten, alles gut. Ja, dann ist mir aufgefallen, ja. Oh, der erste hat kein Werkzeug mehr. Oh, ich sehe es auch, das ist der Viehhirte. Da ist mir so aufgefallen, gut, wenn das Dorf, was wir vorher hatten, ne, meine ich jetzt damit, wenn das jetzt nicht mehr so schön läuft, können wir ja auch Staffel 2 anfangen. Aber ich hatte ja noch 9 Einwohner am Ende der vierten Folge der ersten Staffel. Werkzeugvorräte. Jupp, nee, Lebensmittel. Na, das geht noch klar. Noch geht's klar. Und weil mir eben, ich tue das jetzt mal, 7 Eisen von 32 sind schon da. Alles gut erstmal. Und weil es waren eben 9 Einwohner noch da, dann habe ich eben nach der einen Folge waren es noch 4. Ich wollte es unbedingt noch gerettet haben. Habe ich dann gesagt, gut, nimmst du noch eine Folge auf. Wenn du die Folge eben aufnimmst und das noch gerade biegst, dass deine Bewohner wieder gen Himmel steigen, machst du weiter mit Staffel 1. Das wäre dann natürlich ein großer Erfolg für mich, weil ich das selber noch nie geschafft hatte. Aber ich habe es nicht geschafft, deswegen jetzt sind schon 3 Einwohner ohne Werkzeuge. Mann, hab den Schmied zu spät gebaut. Jetzt weiß ich, wie es Delfino geht. Wir wollen jetzt natürlich nicht die ganze Zeit hier angucken. Späten Frühling, 18 Grad, super, super schön. 4 Leute haben jetzt schon kein Werkzeug, das ist natürlich nicht so super, super schön. Dann ja drüben, ne?
und kümmern sich überhaupt nicht hier drum. Darum habe ich das ja mal gestoppt. Weil wir immer mehr Einwohner werden, müssen wir auch immer mehr Essen anbauen, sehe ich gerade. Weil... Mais. Ist mir gerade zu spät aufgefallen. Bau ein mehr. Hier drüben geht hier noch ein Feld hin. Irgendwo, wo es keinen stört. Da vorne, ne? Mais. Und oh, ich hab's wieder weggeklickt. Jetzt ist es mir aber selber aufgefallen. 9 Stück. 9 von 9. Und oh, wir haben 27 Einwohner. Und gleich mal 2 Sammler. Ich hab das schon wieder weggeklickt. Verdammte Axt. Aber 9 Stück, die kein Werkzeug haben. Ach gut. Gut, gut, gut. Das ist gleich abgeschlossen. Super, super, super. Das können wir jetzt mal wieder einstoppen. Das ist gleich abgeschlossen. Hoffentlich. Hier steht der Amboss, oder? Da steht der Amboss. Kurz hier im Steinbruch gucken. Ist alles noch gut. Ja. 94, 95, 96. Super. Guck, hier ist auch sofort alles da. Das ist doch perfekt. So, tun wir hier alle 4 draufsetzen, dass das ganz schnell fertiggestellt wird. Und hier tun wir ganz schnell einen dazu. Und der hat dahinter ein Lager. Nur noch 6 Bewohner. Also 6 Arbeiter, so meine ich das jetzt. 27 Bewohner haben wir schon. So, hier hinten, warte schön. 4 von 4 arbeiten jetzt hier dran. So, die Häuser, das Steinhaus, das sieht ja jetzt so aus. Hat ein anderes Dach wie die Schmiede. Ich gucke jetzt mal, ich wollte mich hier was anderes hinsetzen. Nämlich, was ist das? Eine Sammlerhütte? Das ist ein Kräutersammler. Mal kurz wissen, wie das besser ausschaut. So oder so. So oder so.
Ich glaube, ich setze das mal so hin. So, dann baue ich hier jetzt noch einen Weg hin. Ja, so mache ich das. So wird das gemacht. Und hier baue ich auch noch einen Weg hin. So. Da kommt hier noch ein Querweg hin. Hier kommt noch ein Querweg hin. Und das hier. Das wird jetzt umgesetzt. Nee. Das. Genau. Es geht da ziemlich schnell. Nehmen wir einen hin. Dass das auch ziemlich schnell geht. Das ist ja auch fast fertig. 11 haben jetzt keine Werkzeuge. Wir beobachten das mal. Wir können ja nur einen Schmied jetzt hier gerade haben. Das Lager deswegen hier hinten, dass der... Ja, ihr wisst schon was. Genau, da hätte das nämlich nicht hingepasst. Dafür können wir jetzt hier... Hütte hinsetzen. Den Essen haben wir noch. Werkzeugvorräte sind fast aufgebraucht. Guck mal. Das Feld, ne? Das hat irgendwie gerade niemand im Gebrauch. Möchte ich dann nur mal kurz anmerken. Okay, jetzt haben wir hier frei gemacht. Ich hatte nämlich vor, hier den Weg rüber zu ziehen. So. Und hier eine Baumplantage zu erstellen. Wie groß kann ich den ziehen? Ich könnte den jetzt so groß ziehen. Was ist das hier? Kann ich nicht anklicken. So, Obstgarten. Kirsche. Kirsche. Und das zählt zu Bauer, genau. Einer baut hier gerade. So, nee, nicht zwei. 10. 11? 11? Gut. Das ist komisch, dass ja niemand das Feld bewirtschaftet. Aber jetzt ist eh schon zu spät. Guck mal, wir haben Frühherbst. Ne? Jetzt sind das 17 Grad, es wird schon mal wärmer, 18 Grad. Das meine ich damit. So, jetzt müssten wir ganz schnell die ganzen Ressourcen, die wir hier haben, abbauen. Guck mal, ich kann es aber noch nicht ernten. Irgendwie. Ich kann es nicht ernten. Ich kann nicht auf Ernten klicken. Das ist halt eigentlich nur ganz normal Haus-Engine, ne? Also, nur, dass es eben ein anderes Haus ist. Mehr ist es meines Erachtens nach nicht. 9 Kinder, 27 Erwachsene. 0 Schüler, ist ja klar. 94%, sehr gut. 67%, 62%. Alles abgeschlossen. Wir haben 3 Arbeiter. Nein, wir warten bis... das fertig ist, dann tun wir hier einen hinzufügen und sofort das Eisenlimit hochsetzen. Und jetzt sind hier 2, 2,
bedeutet, wir können hier einen runtersetzen wieder. Genau. Jetzt wird das noch schnell erbaut und dann tun wir erstmal die ganzen Bauarbeiter weg. Dass das normale Arbeiter sind. Oder? Wir gucken erstmal die Häuser durch am besten. Häuser. Okay, 3 Erwachsene, 1 Kind. 4 Erwachsene. 4 Erwachsene. Also wir brauchen schon mal 2 Häuser. 3 Häuser. Ah ne, das hatten wir ja. Die 2 hatten wir nachgeguckt. 3 Häuser. Braucht man doch 3 Häuser. So, haben wir noch ein Haus errichtet. Hier. Und das war's. Jetzt hier. Okay. Haben wir das schon mal. Also noch 3 Häuser müssen wir bauen. 13. Werkzeuglimit. Guck mal, ist 0 von 0, 0, 0, ne? Holz und Eisen, genau. Gut, gut. Dass es fertig ist, da können wir hier schon mal ein neues Haus errichten. Ich hoffe, ihr passt noch ein Fischerhaus da, dazwischen. Upsala. Ja, passt es. Passt. Passt hier besser dazwischen. Okay, passt dort besser dazwischen. Ein Kräutersammler, bitte. Ein bisschen unten wieder weggeklickt. Also 2 Werkzeuge hat er schon wieder produziert, das stimmt. Das sind nur 11. Aber das geht langsam klar. 7 Grad, guck mal, wir haben Herbst, ne? 7 Grad plus. Vor uns war minus 4 Grad, also. Da seht ihr, was das für Unterschiede sind. Aber es geht trotzdem, ne? Schon kälter und bewölkter. Vorher irgendwas hingesetzt wird. Können wir hier, warte mal, kann man die trennen? Nein. 14 von 14. Ne, andersrum. Kommt ja immer am Schluss, ne? Wenn man das so nimmt jetzt. Hier noch ein Acker. Hilf mal 15. 5 mal 15 sind 60. 65. Tun wir einfach mal hinsetzen. Machen wir hier mal Paprika. Nee. Hier wird nicht gearbeitet.
Also da haben wir jetzt eine sehr ertragreiche Ernte sozusagen für dieses Jahr. Und immer mehr haben wieder Werkzeuge, also schaffen das auch aus der Krise. Da sehen wir uns nämlich in der fünften Folge von Let's Play Banished Staffel 2. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.